Willkommen, liebe Freunde. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. Oh, auch schönes Bild hier. Das lohnt sich doch auch mal zu screenshotten. Ich weiß noch nicht, welche Qualität meine Screenshots sind. Müsste nochmal auf Steam gucken. Weil sowas Schönes sollte dann doch schon in 4K oder so gescreenshottet werden. Oder Ultra HD. So. Ja. Ich müsste jetzt hier eigentlich... wie Uhr haben wir denn jetzt? 16 Uhr, oh Gott. Ich habe noch Zeit bis 0 Uhr. Das ist natürlich doof. Ich kenne aber den Punkt, wo ich hin muss. Der Treffpunkt scheint hier irgendwo zu sein, ja. Okay. Bei Nacht, ja. Entweder werde ich jetzt noch ein paar Häuser plündern und versuchen zu knacken. Oder ich müsste hier warten und da habe ich keinen Bock drauf. Ich kann natürlich hier einfach so warten. Was machen wir denn jetzt? Ein paar Häuser zu untersuchen und noch ein bisschen was zu klauen wäre eigentlich interessanter. Hier ist auch ein Fragezeichen. Da war ich auch noch nicht. Da könnte ich eigentlich auch mal hinreiten. Ich glaube, ich gehe mal da runter. Einfach mal so. Questgeber. Pferdehändler. Ein Questgeber beim Pferdehändler nochmal. Sasau. Da habe ich doch diesen Schimmel abgeholt für diese Herrin, oder? Oh, ich reite nochmal da hin. Ja. Komm, was soll's. Einfach schön hier. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwo was einstellen kann. Ich habe alles schon, kann man sagen, auf Ultra hoch. Shader-Qualität natürlich nur hoch. Ich will es jetzt einfach... Ich will es nicht verkacken. Ich werde nach dem Let's Play nochmal gucken, ob ich da vielleicht noch einige kleine Feinheiten einstellen kann. Damit das Spiel vielleicht doch noch ein bisschen schöner wird. Ja! Ich habe jetzt das mit der Entfernung, diese... Wann welche Objekte eingeblendet werden, habe ich natürlich... nicht auf sehr hoch stehen oder Ultra. Und ich habe immer noch vor, einfach zu spazieren. Das aufzunehmen, einfach spazieren. Da müsste ich halt eine Stunde rumlaufen. Aber das ist egal. Mit einer schönen Mittelaltermusik. Da muss ich mal gucken. Entweder nehmen wir die Musik aus dem Spiel oder ich müsste Soundeinstellungen. Genau. Ich müsste die Musik ausschalten, ja. Und werde dann so eine GEMA-freie Mittelaltermusik dazu spielen. So. Ja! Da hoch. Ja! Nicht da oben, wo der Fritz und der Matthäus war? Da oben, ja. In der Kneipe oder so? Oh, hier haben wir einen Fleischer. Gut zu wissen. Okay. Leider kann ich hier nichts eingeben. Markieren. Kleine Einzelheiten hinschreiben. Tipps oder Erinnerungsdinger da. So. Gibt's leider nicht hier. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Oh, es geht noch weiter runter. So. Ja! Boah, ich brauche hier noch mehr Kohle, Leute. Noch mehr. Ja. Weil mein Pferd kann ich auch ausstatten, glaube ich. Ich kann das auch noch ein bisschen panzern. Ich kann größere Taschen kaufen. Okay, ich muss da rein. Und andere Sporen. Boah, da gibt's so viel. Und da das der nächste Teil erst 2024 rauskommt, im Herbst oder so, habe ich hier noch genug Zeit für Abenteuer. So, also der Auftraggeber müsste da hinten irgendwo sein. Ist das nicht der, der mir das Lied beigebracht hat für das Pferd? Wo steckt denn der jetzt?
ist er das? Ja. Stallmeister? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Aha. Gibt es hier Arbeit? Genug für ein Dutzend, Mann. Du könntest den Platz dieses nutzlosen Stallburschen Waschek einnehmen. Das wäre ein Anfang. Was ist passiert? Hat er etwas falsch gemacht? Er hat unseren Krapfen verloren. Verloren? In seinem Bauch? Nein, nein, Krapfen ist unser schnellster Hengst. Ein hübscher Gescheckter. Okay. Oh, wie ist er Willibald denn abhanden gekommen? Er wurde abgeworfen, hat sich eine Beule geholt und das Pferd ist durchgegangen. Glaubt man's? Ein Stallbursche, der vom Pferd fällt, lächerlich. Und Krapfen im Galopp davon. Okay. Ich kann das Pferd ja mal suchen gehen, ja. Stallbursche will ich nicht werden, aber das Pferd kann ich suchen. Das wäre sehr freundlich. Wenn du etwas wissen willst, frag den Narren. Ich war zu wütend, um mit ihm darüber zu sprechen. Okay. Also gut. Alles klar, Leute. Möge Gott über dich wachen. Gut. Der Willibald müsste... Ich habe da vorhin noch eine Person gesehen. Müsste hier irgendwo sein. Ist er das? Ich glaube, ja. Beste Grüße. Wie geht's deinem Kopf? Sogar Fremde wissen von meiner Schmach. Komm ruhig und wirf einen guten Blick auf Waschek, den Blödmann. Ich will dich nicht verspotten. Also, was willst du dann? Ich versprach dem Stallmeister Krapfen zu suchen. Tja, viel Glück. Ich habe einen halben Tag gesucht. Obwohl ich seit dem Sturz doppelt sehe. Also ist mir vielleicht was entgangen. Hm. Kannst du Krapfen beschreiben? Langes Gesicht, vier Beine. Na toll. Das engt es ein. Hat er irgendwelche Unterscheidungsmerkmale? Seine Farbe zum Beispiel? Verzeih, er ist ein Apfelschimmel, ein Hengst. Apfelschimmel? Und wirklich schnell, auch wenn dir das kaum helfen wird. Im Gegenteil. Ein Apfelschimmel? Sagt mir jetzt gar nichts. Mit Pferden kenne ich mich nicht aus. Wo bist du gestürzt? Südlich von hier, zwischen den Feldern und dem Wald, ist eine Kreuzung, wo vier Wege zusammenlaufen. Dort irgendwo. Vier Wege? Also kann er überall sein. Habe ich dir doch gesagt. Toll. Wann war das? Heute Morgen. Bin eine Weile durch die Gegend gestolpert und habe mich wie ausgekotzt gefühlt. Irgendwann kam ich wieder hier an. Gut. Kannst du Krapfen beschreiben? Habe ich ja schon gehabt. Ja. Langes... Ja gut, das haben wir schon gehabt. Dein Kopf brummt mächtig. Ja. Du solltest Krapfen beschreiben, nicht jedes Pferd auf dieser Welt. Verzeih, er ist dann... Im Gegenteil. Okay. Gut, ich mache mich auf die Suche. Danke. Wenn ich den jetzt natürlich noch finden könnte... Wenn du ihn findest, ist der Stallmeister vielleicht wieder gnädig. Oh, und noch was. Ja? Krapfen ist an die Reitwege gewöhnt. Halt dich an die. Danke, gut zu wissen. Reitwege. Okay. Gott behüt dich. Also, wenn ich das noch vor der Nachtmission da machen könnte, abschließen könnte, wäre das schon geil. So, die Frage ist jetzt, warte mal, wird es hier angezeigt, wo das Pferd eigentlich ist hier? Hier, begib dich zur Kreuzung. Ah, ich sehe es wieder kommen, dass da irgendwelche Banditen sind. Kann man da hinreisen? Nee, natürlich nicht. Okay. Es gibt oben in der Leiste... Wo ist denn das blaue Schild jetzt? Warte mal, ich markiere selbst. Ich markiere selbst. Oh, es könnte sein, dass hier wieder Banditen sind. Da muss ich aufpassen. So, das ist da oben irgendwo. Gut. Ja, ich mein Pferd erstmal rufen. Wo ist eigentlich mein Hund? Ah, ich kann ihn hören. Müsste direkt unter mir stehen. Okay. Ja! Auch schön. Ich finde das Wasser so geil. Alles realistisch, würde ich sagen. Wie heißen die Dinger nochmal hier? Ich habe keine Ahnung. Aber sieht echt realistisch aus. Oh, gut, ja. Weiter geht's. Bitte keine Banditen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Pferd von Banditen eingefangen wurde und ich muss jetzt irgendwie dieses Pferd befreien oder so. Wie gesagt, ich habe keinen Bock darauf. Auf den Kampf. Da ich
noch nicht genug mit dem Schwert geübt habe. Das müsste ich regelmäßig machen. Was ist das da eigentlich? Ein Taubenschlag oder so? Ne, keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall müsste das Pferd irgendwo hier sein. Kiste ist oder so. Könnte ja sein, dass hier eine Schatzkiste ist. Warte mal, ist hier ein Schlafplatz? Nee. Auch kein Schatz oder so. Okay, man weiß ja nie, ne? Könnte ja irgendwas versteckt sein. So. Ja. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss auch auf Stimmen hören. Wenn da irgendwelche kumanischen Stimmen sind, dann muss ich mir das zweimal überlegen. So, wie weit bin ich eigentlich entfernt von dem Ding hier? Oh, das müsste direkt. Ah, ist noch ein Stück. Ich werde da mal geradeaus weitergehen bis zum Weg. So, und jetzt werde ich mal gucken. Natürlich wieder hier im Gestrüpp, Alter. Das hier überhaupt? Hier sind überall Äpfel. Sind es? Hä? Wer ist denn hier gestorben? Ich habe keinen Bock. Ich gehe mal zu Fuß weiter. Boah, was ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr auch so naturbegeistert seid, so Naturfans, aber das sieht echt schön aus hier. Wenn man nur so malen könnte, ne? Ich habe mir schon Tutorials angeschaut auf YouTube und so. Das sieht alles so einfach aus bei den Leuten. Die machen mit wenigen Pinselstrichen da die schönsten Bilder und ja, Übung halt, ne? Ich habe es schon versucht, aber irgendwie fehlt mir die Geduld zurzeit. Das ist die Kreuzung. Aber wo ist Krapfen hin? Hier sind diese, wie sagt man da? Pferdeäpfel. War das mein Pferd oder habe ich da gerade ein Pferd gehört? Ich habe... Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe doch... irgendwas galoppieren gehört. Ja, was heißt das jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Jetzt ist nicht mal das Gebiet... mehr ein, also markiert oder so. Jetzt kann ich natürlich suchen. Na toll, Alter. Das Gebiet ist riesig. Ich laufe einfach mal dahin. Ah, ich soll die Reitwege ja im Auge behalten. Und da müssten vielleicht noch irgendwo Pferdeäpfel sein. Ah, jetzt habe ich... Okay, ich muss mal nach Pferdeäpfel Ausschau halten hier. Vielleicht liegen da noch irgendwelche... ein Hase. Aber wie gesagt... Da muss ich nur einen Bandit in den Heck verstecken und ich sehe den nicht. Oh, was ist das da vorne? Ein Fels oder was ist das? Ein Haus? Ein Fels. Okay. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, gut, okay, komm. Dann werde ich mal was kampfen. Bevor die Brötchen hier schlecht werden, esse ich zwei Brötchen, ein Dörrfleisch und habe ich noch irgendwie Obst oder so? Käse? Klar, Käse. Sattheit 78, noch eins. Gut. Was ändert sich in die falsche Richtung laufe? Also wenn ich hier keine... Apfeldinger hier finde, keine Pferdeäpfel, dann
könnte es sein, dass ich in der falschen Richtung bin. Ich sehe hier nämlich keine Pferdeäpfel mehr. Theoretischerweise könnte ich mich über ein Pferd reiten. Was soll das? Oh, sind das Pferdeäpfel? Steig mal ab hier. Ah, noch frisch. Ja, das müsste das Ding in der Nähe sein. Kann ich den nicht irgendwie den Befehl geben? Nee, das geht nicht, schade. Ja, was habe ich einen Hund, wenn der nicht mal das Pferd suchen kann? Boah, wie gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl hier. Könnte sein, dass hier Banditen sind. So, jetzt haben wir hier eine Abzweigung. Ne, da vorne sind noch diese Pferdeäpfel. Gut. Was ist das eigentlich für ein Hof? Irgendwas Unbekanntes, ja? Wieder eine Abzweigung. Okay. Ah, ich glaube, da liegen wieder Pferdeäpfel. Hier liegen wieder Pferdeäpfel. Okay. Ich könnte auch mit dem Pferd spazieren gehen, aber es ist halt immer so. Das so sieht so. Diese Bewegung sieht halt immer so ruckhaft aus. So, okay. Sehe ich da Pferdeäpfel? Nee. Ich habe da aber irgendwas gehört. Da ist ein Hund. Das könnten Banditen sein im Hund oder. Hier sind wieder Pferdeäpfel. Ja. Guck mal, ob ich da irgendwo ein Lager sehe oder so. Ich werde mal ein bisschen abseits vom Weg reiten. Galoppieren. Hohl? Wie hohl? Was hohl? Kann ich das jetzt einfach... was hohl? Was meint er denn? Was holt er denn? Ach, der Hase war schon tot. Oh, da ist gar nichts mehr drin. Komm. Loben. Braver Junge. So ist's echt. Morgen findet Rataya ein Turnier. Nee. Das wird ja jeden Tag eingeblendet. Und wie gesagt, ich bin leider kein guter Schwertkämpfer. Aber ich muss für den anderen Typ noch... herausfinden mit dem Schmied, was mit seinem Sohn passiert ist. Der vermutet ja, dass das eine Rache war von diesem schwarzen Ritter da. So, zeig mal her. Sehe ich hier irgendwo Pferdeäpfel? Das ist jetzt die Frage. Hier, Pferdeäpfel. Könnte von Krapfen stammen. Scheiße, steht da einer? Sag nicht, dass es ein Bandit ist. Könnte ein Bandit sein. Kauendes Chamäleon. Ich will jetzt nicht, wenn es ein normaler Bürger ist, den einfach... Alter, wer ist das?
Ich kann meinen Hund auch nicht einfach auf den hetzen, ey. Wenn das ein Unschuldiger ist, dann begehe ich ein Verbrechen. Alter, wer ist das? Sind da noch mehr? Warte mal, ich guck mal. Ich gehe mal gucken, ob da noch vielleicht andere Banditen sind. Wenn er alleine ist, dann ist es kein Problem. Da steht definitiv einer, aber hier ist ein Lagerplatz. Könnte da auch noch ein zweiter sein? Ich glaube, da sitzt noch einer. Boah, was mache ich jetzt? Überlegen. Was habe ich denn hier? Ein Zornestrunk. Was ist das nochmal für ein Ding? Erhöht die Stärke und führt einen Zustand blutrünstiger Raserei herbei, wodurch der verursachte Schaden im Nahkampf 2 Minuten lang deutlicher höher ausfällt. Allerdings ist für diese Zeit deine Verteidigung etwas geschwächt. Ja, das ist natürlich auch toll, ey. Immer Vor- und Nachteile hier, ey. Was haben wir denn noch hier? Ja. Dann muss ich halt bei Spitzpfeilen. 130 Schaden. Hab ich noch andere? Verbesserte Jagdpfeile 80 Schaden. Und das war was? Wundpfeile 18. 115 Schaden. Dann ist natürlich. Oder sind natürlich diese Dinger besser, die Spitzpfeile. Könnte ich natürlich hier mal riskieren hinzugehen, aber wenn ich jetzt sterben sollte, ist das komplette Spiel im Arsch. Muss ich das Ganze nochmal machen. Deswegen denke ich mal, werde ich einen Retterschnaps trinken. Wie viel Uhr haben wir denn schon? Oh, wir müssen uns auch beeilen, verdammt. Das sieht nicht gut aus, weil um 24 Uhr oder spätestens 23 Uhr müssen wir wieder zurück sein. Sonst verpasse ich das. Das ist natürlich doof. Da habe ich ein bisschen getrödelt. So, was habe ich hier nochmal? Retterschnaps, wo bist du? Hier, ich habe noch 6 Stück. Das ist nicht gut. Okay, so, ich gehe jetzt mal hin. Was war nochmal ein Bogen? Der war Nummer 2. So. Ist das nicht der Schlafplatz vom, wo ich schon mal war, mit dem Hans Capone? Boah, das ist der Wanderer, das ist kein Bandit. Wie kann ich helfen? Hast du ein Pferd gesehen? Einen Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Nicht weit von hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Boah. Gern geschehen. Ich glaube, die. Viel Glück bei deiner Suche. Oh. Gott behüte dich. Ich glaube, die Mission wird einfach zu lange dauern. Ich muss wieder zurück. Sonst kann ich das mit der Flugsalbe da nicht. Sonst würde ich das auch verpassen hier. So, ich muss jetzt hier zurück nach Uschitze. Beeilung. Ich kann ja morgen früh nochmal nach dem Pferd suchen. Erstmal jetzt abwarten, was hier passiert. Jetzt haben wir 21 Uhr. Ja. Okay, ich hätte noch eine Stunde Zeit gehabt. 2 vielleicht noch. Ja gut, okay. Jetzt habe ich natürlich umsonst abgespeichert. Aber vielleicht kann ich da irgendwie noch einen Retterschnaps kaufen oder so. Muss mal gucken. Wo ist der? Hier ist er. Der Wirt. Kann ich mit dir reden? Beste Grüße. Möge Gott über dich wachen. Hat der einen Ritterschnaps oder habe ich den schon gekauft? Oh, der hat einen. Boah, 127 kostet einer. Krass. Tja, was mache ich jetzt? Ich brauche auf jeden Fall einen mal. Den Wein verkaufe ich.
Ansonsten brauche ich selbst alles. Ich habe nichts von Wert. Das ist echt beschissen. Sowas. Na gut, okay. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich brauche mehr Kohle, Leute. So. Wir haben jetzt. Wie viel Uhr? 22 Uhr, okay. Ja! So, stimmt die Richtung überhaupt? Nein, natürlich nicht. Warte mal. Dahin. Ja! Ich muss mich beeilen, ey, sonst geht es in die Hose. Ja! Bursche wieder. Schön. Ich denke mal, hier bin ich richtig. Da werde ich das Pferd mal hier lassen. Und jetzt kann ich nur warten. Ne? Ich kann dir natürlich auch sagen, dass er hier bleiben soll. Warte hier auf mich. Bleib. Gut, soll beim Pferd bleiben. Oder ich nehme ihn mit. Ach komm, scheiß drauf, vielleicht kann er mir helfen. Loben, füttern, bleib. Hä? Schaf. Bei Fuß, lauf frei. Bei Fuß. Hier, bei Fuß. So, okay. Dein Hund verharrt an Ort und Stelle, bis du zurückkommst. Du kannst steht zurückhalten, um zu rufen. Ah, okay. Zu mir. Ah, okay. Ganz fein. So ist's echt. So, gut. Ja, ist natürlich stockdunkel hier. Wie sieht's aus? Wo sind die Frauen? Hä? Sind die Frauen schon im Wald? Boah, Junge. Wie kann das sein? Ich dachte erst um 0 Uhr oder so. Ja, das ist ja doof. Wenn ich muss das Spiel nochmal neu laden. Ich habe das dann total verpasst. Da ist das dunkel. Ich glaube, da hinten sehe ich Licht. Da flackert was. Oh, die Frauen sind da. Oh, 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 oh. Da wären wir. Jeder weiß, was sie zu tun hat. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen, also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache, die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flammen. Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für einen Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe! Seid doch mal leise. Hört ihr das? Als ob da wer singt. Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Warum wird es so dunkel? Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Halte durch. Lass es zu. Lucifer, Morgenstern, wir sind hier, um etwas von dir zu erflehen. Wie kann man den Teufel nur anbeten? Heilig
Heilige Maria, bete für uns. Der Teufel hat. Ich gehe ihm entgegen. Zeig ihm den Weg, dass er uns findet. Heilige Maria, voll der Gnaden, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was betest du da zur Mutter Gottes? Du vertreibst den Meister noch. Hör auf zu beten und vom Tod zu faseln. Wir wollen andere Leben retten, weil unsere verloren sind. Satan, erscheine und bring die Pest über die Kuman. Ich eile dir entgegen. Wer da? Wer ist da? Bloß ich. Da war keiner. Ich? Wer ist ich? Lucifer, nicht wahr? Lichtbringer, hab Dank, dass du uns erhörst. Wünsch Sigismund und seinen Kumanen die Pest an den Hals. Ich bin es, Vera. Zumindest glaube ich das. Alles ist so verschwommen. Lichtbringer, erlöse uns von den Kumanen. Die Pest über sie und ihre Brut. Gott, du hast dich von uns abgewandt, so befiehl wenigstens Lucifer, uns von ihnen zu befreien. Lucifer, erlöse uns von den Kumanen. Fahre mitten unter uns, nimm unser Fleisch und lass Sigismund und seine Knechte... Was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Soll ich jetzt nur zuschauen? Oder was? Zeig mal her. Jo. Was? Nochmal. Aber mich nicht in ihr Tun einmischen. Ja, okay, dann mache ich das auch nicht. Hä? Habe ich ja gerade jemanden gesehen? Im Nebel da hinten? Oder war das eine Einbildung? Da hat sich doch gerade was Komm, Satan, getan. Und nimm uns. Ja, sag ich doch. Komm hervor, du da. Bist du Lucifer? Egal, wer du bist, komm hervor. Du hast geträumt. O König des Exils, dem Unrecht getan wurde. Störe die Beschwörung. Oh, das geht automatisch. Oh Gott. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Unheimlich. Der arme Henry. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich erfülle eure Wünsche nicht. Ich werde keinen eurer Wünsche erfüllen. Oh, was sollen wir nur für dich tun, oh Gebieter? Doch dafür müsst ihr... Oh, Scheiße. Mir wird komisch. Hä? Warum? Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Okay. Er ist K.O. Wie geht es dir nach der langen Reise? Hä? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Bin auf einem Ast hergeflogen. Warum bist du eine Stute und warum kannst du sprechen? Nur zu besonderen Anlässen, mal was anderes. Gott, was soll ich denn jetzt hier aussuchen? Soll ich die auf den Arm nehmen oder was soll ich machen? Ja. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer.
Aha. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Alter. Was ist mit der dritten? Wieso sagst du nichts? Ich will die Stute, ich will dich, Sau. Ich will dich, Huhn. Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Alter! Jetzt wollen die von mir, dass ich mit irgendjemandem pop hier draus. Was ist denn das, Alter? Voll die Sodomie hier. Und hinten links, hinterm Baum, ist da jemand? Naja, das ist eine Pflanze. Oder eine Blume. Ja, was soll ich jetzt machen, Alter? Toll. Keine Ahnung, ey. Ich muss ja irgendwas, Was weiß ich, ey? Eigentlich gar nichts. Ich nehme einfach mal die erste. Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Gott. Was, wenn ich weglaufe? Reibe es mit den... Ja, ich guck mal. Vielleicht liegt hier noch was rum, Alter. Keine Ahnung. Alter. Reden. Ach so, das ist mein, das ist mein Hund. Ja, was soll ich jetzt machen, Alter? Hallo? Pferd? Sau? Köter? Henne? Schloss knacken? Wieso von der Henne? Ich schnall gerade gar nichts, ey. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Da kommt jemand! Hurra! Du bist tot! Alter! Was ist das? Das wird mir eine Freude. Was? Ich werde dich mehr. Trau dich doch. Da ist noch einer. Auf ihn! Schnapp ihn dir! Boah, das war knapp, Leute. Also mit Pfeilen Bogen zu kämpfen ist schwer. Wenn es mehrere Gegner sind. Aber es hat geklappt. Krass. Aha. Du schwebst handlungsunfähig in gar wunderlichen Sphären. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist hier passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Ich brauche jetzt erstmal hier eine Fackel, Alter. Was ist los hier? Boah, Flugsalbe, Alter. Grausam. hat er nicht die das Ding genommen jetzt? Jetzt aber. Hallo? Ach so. Jetzt aber. Bandit. Alter. Plünder. Was hat er denn bei sich? Spiel gespeichert. Ah, jetzt speichert das Spiel ab. Okay. Nimm ich mal die Keule mit. Wo ist der zweite gewesen? Hier. Noch eine Keule. Okay. Ansonsten, ich gehe nochmal zum Platz zurück hier. Schlafplatz und so gibt's hier nicht, hä? Nee, okay.
Okay. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal... Oh, das Ding ist kaputt. Das muss ich auswechseln irgendwie. Habe ich da noch was? Natürlich nicht. Wahrscheinlich in der Satteltasche vom Pferd. So ein Ringelblumenaufguss trinken wir mal. So, mein Pferd rufen. Und nach Sasa. Da werde ich am besten automatisch hingehen. Naja, wenigstens ist den Frauen nichts passiert. So, steigen wir mal ab hier. Wie gesagt, die Mission mit dem VK, das ist echt scheiße gelaufen. Ist das der VK? Achso. Ja. Ich könnte ihn natürlich umhauen, aber das bringt mir auch nichts. Aber ich könnte versuchen, ein Schloss zu knacken hier. Ich will mal gucken, was er so in der Kiste hat. Ja? Ich meine, das Spiel ist ja abgespeichert. Dann werde ich mal das Schloss knacken. Ist ja Nacht, also. So, okay. Gucken, dass er nicht aufwacht. Aha, Frauenschlappen, Arbeitskleidung, Mönchskutte. Nehme ich mal mit, aber das ist nicht im VK sein Zeugs. Leider. Da pennt die Frau. Ah, die Frau muss draußen pennen und die zwei Deppen, die pennen hier, oder was? Wo ist der Pfarrer? Ich könnte ja Taschendiebstahl begehen hier. Wenn ich einen umhaue, nee, das ist wahrscheinlich, nee, stehlen will ich auch nichts, das, was ist denn das hier? Wie gesagt, der VK ist immer noch da. Ich habe keine Ahnung, was, ja, wie ich den jetzt loswerde. So, ich müsste jetzt aber hier irgendwo pennen. Wo war denn hier nochmal ein... Ich mach mal die zwei Keulen weg hier, wo ich da gefunden habe. Satteltasche. Beide. Gut. Von Sünden freikaufen. 100 Groschen. Ich habe ja kaum Sünden begangen. Bis auf einmal, wo ich erwischt wurde. Okay. Also ich denke mal, der Pfarrer schläft da oben. Und wir haben schon morgen. Wie sieht's aus mit meiner Energie? 68. Okay, einen Tag könnte ich noch... Könnte ich noch so rumkriegen. Warte mal, hier war doch ein Badehaus. Ich kann doch Badehäuser jetzt kostenlos in Anspruch nehmen, oder? Oh, wir haben schon 44 Minuten, Leute. Das heißt, ich muss dann wieder gleich das Ganze beenden. War hier ein Badehaus oder war hier kein Badehaus? Ich weiß das gar nicht mehr. So, berichte dem Gemeindepfarrer, dann gehe ich nochmal zurück. Werde ich nochmal warten. So, 2 Stunden. Und dann werden wir das Ganze beenden. Also, die Mission mit der Flugsalbe ist erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Außer der Pfarrer hat jetzt noch irgendeine Idee.
das Ding hier weg, die Fackel. So. Wo ist der Pfarrer? Gibt's hier vielleicht einen Schlafplatz? Alter, ist lauter Knochen. Was? Alter. Hier auch kein Schlafplatz. Schade. Aufstehen, du faule Sau, du. Wo hat der seine Sachen, Alter? Kann ich die Säbel nehmen? Oh, ich kann die Säbel nehmen. Und es ist nicht gestohlen. Krass, okay. So, der Pfarrer müsste doch jetzt... Ah, da vorne steht er. Mal kurz nochmal gucken, wegen dem Säbel. Warte mal, das machen wir mal ins Pferd rein. Die Frauenschlappen. Ach so, mein Pferd kann nicht mehr tragen. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Und das Ding ist kaputt. Das kann man eigentlich wegschmeißen. Fallen lassen, komm. So. Ich habe dich draußen. Ne, das haben wir schon. Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterweib bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Du warst schlechter Dieses Troll. Sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Gab's aber nicht. Ich konnte nicht zu und ich tat, was in meiner Macht stand. Ich möchte nicht darüber reden. Es ging nicht. Es tut mir so leid. Ich kann dir kaum Vorwürfe machen. Da ich mich nicht selbst um das Kräuterweib und die armen Frauen gekümmert habe, bin ich mitschuldig. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen, denn uns trifft Mitschuld. Geh, lass mich mit dem Herrn allein. Mach's gut. Na gut, okay. Wenigstens ist das jetzt abgeschlossen, Leute. So, ich guck nochmal kurz hier. Hab ich glaube was bekommen? Nee, nichts bekommen. Okay. Gut, Leute, dann werde ich mich verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Teil. Und dann werde ich dieses Pferd suchen. Und mal wieder nach Rathei gehen. Um den Herrn Hans Capone diesmal zu besuchen. Da bin ich mal gespannt, ob der sich freut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.